Nachdem massive Regenfälle und Überflutungen in Kalifornien eine Schneise der Verwüstung hinterlassen haben, ist Joe Biden in besonders betroffene Gebiete gereist. Hier in der Nähe von San Francisco machte sich der US-Präsident am Donnerstag ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung. Die Situation ist zwar immer noch heikel, aber wir sind vorsichtig optimistisch, dass das Schlimmste überstanden ist. Das Wasser geht zurück und jetzt werden wir erst das ganze Ausmaß der Schäden an Häusern, Unternehmen, Bauernhöfen und Ranches sehen. Es wird Jahre dauern, bis wir die Trümmer beseitigt und das Zerstörte wieder aufgebaut haben. Und wir müssen nicht nur einfach wieder aufbauen, sondern besser wieder aufbauen. Mancherorts fiel in kurzer Zeit so viel Regen wie sonst in einem halben Jahr. Für Biden ein Weckruf. Wenn jetzt noch jemand daran zweifelt, dass der Klimawandel real ist, muss er in den letzten paar Jahren geschlafen haben. Biden sprach vor Ort auch mit Opfern der tödlichen Unwetterserie, die seit Weihnachten anhält. Insgesamt sind 26 Millionen Personen betroffen. Mindestens 21 Menschen haben ihr Leben verloren. 500 Bundesbeamte wurden nach Kalifornien entsandt, um die Nothilfe dort zu unterstützen. Schon vor einigen Tagen rief Joe Biden den Notstand für Kalifornien aus und ordnete Finanzhilfen für den Wiederaufbau und Reparaturarbeiten an.